So, einen schönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu Vorlesung 25, Lineare Algebra zur Elektrotechnik. Heute geht es um Diagonalisierbarkeit. Im Anschluss an das Thema Eigenwerte. So, das hat ganz viel miteinander zu tun. Reden wir gleich drüber. Vorher kurz die Fragen. Ach, vielleicht erste Frage. Ja, es gab noch eine E-Mail, wie das jetzt ist jetzt möglich, Online-Überwachung von Klausuren zu machen. Aber wir machen das nicht. Wird nicht passieren, die Klausur wird unüberwacht, also das heißt, es ist dann auch offiziell keine Klausur, sondern es ist eine klausurartige Hausarbeit aus Definitionsgründen. Eine Klausur ist per Definition überwacht. Deswegen wird das Ding dann nicht Klausur heißen, sondern eine klausurartige Hausarbeit. Wie auch immer, spielt da keine Rolle, ist für Sie das Gleiche, es gibt keine Überwachung und wie gesagt, die Details, wir arbeiten mit Hochdruck dran und genau, die habe ich glaube ich schon mal erzählt, ne? Sie kriegen zwei Wochen, na, spätestens eine Woche vorher einen Test-Login für diese Klausurumgebung und können sich dann ein Einloggen ausprobieren, wie es funktioniert, alles einrichten, Fragen klären und auch schon mal also Fragen, die Sie noch haben und aber auch noch einmal gucken, wie man da Fragen beantwortet in diesem System. Ich schreibe nachher noch eine Ankündigung für eine Fragestunde in der nächsten Woche. Wahrscheinlich mache ich den nächsten Dienstagnachmittag. Ich hoffe, ich erwische einen Termin, wo die meisten von Ihnen können. Das ist ja nicht so einfach. Ansonsten werden wir die Fragestunde auch noch aufzeichnen und irgendwo wieder bereitstellen, damit das, genau, damit Sie da auch noch nachher was von haben. Okay, erstmal zu den Fragen von heute. erste Frage. Wenn V ein Eigenvektor von A ist, dann ist auch minus V ein Eigenvektor von A. Okay, der Begriff Eigenvektor ist ja eigentlich der zweite, den man definiert. Eigentlich definiert man zuerst den Begriff Eigenwert. Wie war das? Könnte aber auch anders so machen. Ein Vektor ist ein Eigenvektor, wenn er durch die Anwendung von A auf ein Vielfaches, ein skalares Vielfaches von sich selbst abgebildet wird. Jo, und dann, wenn V ein Eigenvektor ist, dann ist also A mal V gleich Lambda V mit irgendeinem Skalar Lambda. Und was ist dann a mal minus v? Na, wegen Linearität ist das minus lambda v. Und lambda ist gleich lambda mal minus v. Das stimmt tatsächlich. Also alle skalaren Vielfache bis auf 0 mal der Vektor sind wieder Eigenvektoren. Genau. Eigenvektoren, wenn ich 0 dazu nehme, bilden sie einen Unterraum. Okay. Und jetzt die Frage für Eigenwerte. Wenn Lambda ein Eigenwert von A ist, so ist auch minus Lambda ein Eigenwert von A. Das ist völlig anders. Eigenwert von A heißt ja, es gibt einen Vektor, der auf das so und so wird, auf das Lambda-fache von sich selbst abgebildet wird, der nicht der Nullvektor ist. Und nur weil es einen Vektor gibt, der auf sich selbst abgebildet wird, muss es noch lange keinen Vektor geben, der aufs Negative abgebildet wird, zum Beispiel. Für Lambda gleich 1. Oder ganz einfaches Beispiel, die Einheitsmatrix. Hat halt einzigen Eigenwert 1, sonst gar keinen. Also 1 ist einer, aber minus 1 ist keiner. Das ist auf jeden Fall falsch hier. Wunderbar, sehr gut. Okay, so, dann reden wir nochmal jetzt mal ausführlich über Diagonalisierbarkeit, was das überhaupt bedeuten soll. Ich habe nochmal in die Ecke geschrieben, wie ist das definiert, was ist ein Eigenwert, was ist ein Eigenvektor. Und unsere Definition geht ja in dieser Reihenfolge. Wir sagen zuerst, Lambda ist ein Eigenwert von A, genau dann, wenn es einen Vektor gibt, der nicht 0 ist, sodass A mal V gleich Lambda mal V ist. Es gibt einen Vektor V, der nicht 0 ist, sodass A mal V gleich Lambda V ist. Und dann sagt man, V ist ein Eigenvektor von A zum Eigenwert Lambda. So sieht's aus. So, und heute soll es jetzt darum gehen, dass das Thema Eigenwerte und Eigenvektoren sehr viel mit dem Thema Normalformen hat. Das Normalformenproblem. Also Eigenwerte bzw. Eigenvektoren haben etwas mit Normalformen zu tun. Was heißt nochmal Normalformenproblem? Gucken wir uns das nochmal an. Wir hatten ja wir haben schon mal über das Normalformenproblem geredet für allgemeine Abbildung von einem Vektorraum in anderen. Das heißt, dann finde Basen im Definitions- und Bildbereich, sodass die Matrixdarstellung möglichst einfach ist.
Und hier machen wir jetzt, da haben wir, das haben wir geklärt gehabt, das normale Problem mit einer einfachen Lösung. Es gibt immer zwei Basen im Definitor und im Bildbereich, sodass die Matrixdarstellung so aussieht. Oben links eine Einheitsmatrix und der Rest 0. Hier machen wir jetzt das Normalformproblem für Selbstabbildung. Hallo, ein. In dem Fall also t von k hoch n nach k hoch n, linear. Das heißt also t von x ist a mal x. Das a ist dann eine n kurz n Matrix. Und jetzt ist also das Normalformproblem, finde eine Basis v1 bis vn, so dass die Matrixdarstellung von t möglichst einfach ist. Okay. Und zwar bezüglich dieser Basis sowohl im Definitions- als auch im Bildbereich. Das heißt, wir haben die gleiche Basis hier und da. So, was hat das mit Eigenwerten und Eigenvektoren zu tun? Machen wir erstmal einen Strich drunter und gucken uns das nochmal an. Also, wir betrachten mal folgenden Fall. Situation soll sein, V1 bis Vn sei eine Basis aus Eigenvektoren. Das ist ziemlich viele Annahmen hier. Wir nehmen an, es gibt n, also es gibt eine Basis aus Eigenvektoren. Das heißt, jeder einzelne hier ist ein Eigenvektor und die sind alle linear unabhängig. Und das sind n Stück, n viele. So, und ich behaupte, damit haben wir eine sehr gute Normalform. Also wir können diese Basis nehmen und erreichen damit eine sehr gute Normalform. Oder eine sehr gute Matrixdarstellung. Und zwar, dann gilt ja a mal v i ist gleich Lambda i Vi mit, ja, ich schreibe einfach in irgendwelchen, ist ja nicht so wichtig, spielt jetzt keine Rolle, irgendwelchen Lambda i, irgendwelche Skalare. So, und jetzt behaupte ich, dass diese Gleichung hier, oder diese n-Gleichung, schon sehr viel aussagen über die Basisdarstellung von A bezüglich dieser Basis hier. Und zwar, wir definieren S als die Matrix, wo diese Vektoren als Spalten drin stehen. Die ist dann invertierbar, dieses S, weil die Spalten linear unabhängig sind. Und wir gucken uns mal an, erstmal, was ist A mal S? Dann ist das nämlich A mal die Matrix, wo diese Eigenvektoren spaltenweise drin stehen. Und ne, Matrix mal Matrix kann man so machen, Matrix mal jede einzelne Spalte. Das heißt, hier ist die erste Spalte AV1 und so weiter bis AVN. Ja? So kann man sich das ja unter anderem auch vorstellen, Matrix mal weg, Matrix mal Matrix. Und das ist jetzt, diese Eigenwertgleichung benutzen wir jetzt hier, um das zu schreiben als Lambda 1 V1 Lambda N VN. Das sind alles hier Matrizen, ne? N-Quad-N-Matrix, 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 das sind N-Quad-N-Matrix, das ist eine N-Quad-N-Matrix mit diesen Spalten, das sind auch die Spalten hier. Okay, das ist das eine, das sozusagen, da haben wir jetzt diese ganzen Gleichungen hier alle mal benutzt. So, und jetzt machen wir nochmal Folgendes. Dieses Ding hier, das können wir auch als Matrix mal Matrix schreiben. Und zwar auch noch auf eine andere Art und Weise als so. Also wir können es natürlich wieder so zurück in A mal S umschreiben. Wir können aber auch Folgendes machen. Wir nehmen mal diese Matrix hier nach, die Matrix, die aus den Vs besteht, nach links. Und fragen uns, was müssen wir jetzt von rechts ran multiplizieren, dass das rauskommt. Und geht das überhaupt? Ist ja lange nicht klar. Aber wie ist es? Was können wir jetzt hier hinschreiben, damit dieses Produkt, die Matrix, wo die Spalten V1 bis Vn sind, von rechts mal genommen mit einer anderen, damit dieses Produkt das Ding hier ergibt. Erste Spalte ist Lambda 1 V1, zweite ist Lambda 2 V2 und so weiter. Naja,
Das, was hier in der ersten Spalte steht, das ist ja diese Matrix mal die erste Spalte hier. Und was muss die erste Spalte hier sein, damit diese Matrix mal diese Spalte diesen Vektor ergibt? Das muss genau der Vektor sein, wo oben Lambda 1 steht und sonst Nullen. Ja, diesen Vektor hier mal diese Matrix ergibt Lambda 1 von 1. Damit in der zweiten Stelle, die ich hingeschrieben habe, Lambda 2 V2 rauskommt, hoppala, muss hier genau 0 Lambda 2 stehen. Und so weiter. Auf der Diagonalen stehen die Eigenwerte und der Rest ist 0. Okay. So. Das heißt, das haben wir hingeschrieben. Achso, gucken wir mal hin. Das ist A mal S. S ist die Matrix, die die Eigenvektoren enthält. Die steht hier jetzt nochmal. Das ist wieder S. Und dieses Ding hier kriegt jetzt mal kurz den Namen B. Und dann steht hier nämlich S mal B. Mit diesem S und diesem B. Oder das Ding hier wird so definiert. Das haben wir so definiert. Und wir haben also gezeigt, dass diese Eigenwertgleichung, wenn die V eine Basis bilden, gleich ist zur einen Gleichung A mal S gleich S mal B. Okay, also wenn wir eine Basis aus Eigenvektoren haben, von der Matrix A, und schreiben diese Basis spaltenweise eine Matrix S, dann gilt A mal S ist gleich S mal eine Diagonalmatrix, auf deren Diagonale genau die Eigenwerte stehen. Okay, und jetzt ist aber S, wie ich schon gesagt habe, invertierbar, weil die Spalten hier unabhängig sind. Und das ist also auch genau dann der Fall, wenn S hoch minus 1 mal A mal S gleich B ist. Okay. Und das hier ist die Matrixdarstellung von A bezüglich Basis V1 bis Vn. In Definitions- und Bildbereich. Und damit haben wir also Folgendes gesehen. Hat eine Matrix, eine quadratische Matrix, eine Basis aus Eigenvektoren, so ist die Normalform für Selbstabbildung dieser Matrix eine Diagonalmatrix und auf der Diagonale stehen genau die Eigenwerte. Also in diesem Fall, wenn es eine Basis aus Eigenvektoren gibt, hat das Normalformproblem eine schöne Lösung. Die Normalform, die man dann erreichen kann, ist eine Diagonalmatrix. Das war schon relativ einfach. Das ist nicht mehr so einfach wie vorher. Vorher hatten wir sogar, sogar Einsen auf der Diagonale bekommen immer. Ne? Hier können wir das nicht garantieren. Hier können wir, ne, die Werte können wir uns hier nicht mehr aussuchen. Also egal, wie Sie jetzt an dem S hier rumschrauben, Sie werden es nicht garantieren, nicht hinkriegen können, dass hier andere Werte auf der Diagonalen stehen. Was Sie machen können, also diese Normalform ist nicht eindeutig. Sie können ja die Reihenfolge der Vektoren hier durchtauschen, V1 und V2 vertauschen. Wenn Sie das hier in S und dann auch die entsprechende Änderung S hoch minus 1 machen, dann wird hier in dem B nur die Reihenfolge der Diagonaleinträge vertauscht. Okay, also merke, hat eine Matrix eine Basis aus Eigenvektoren, so ist die Normalform der diagonalen Matrix. Also ist diese Matrix bezüglich dieser Basis dargestellt eine diagonalen Matrix. Okay, und das ist ein bemerkenswerter Fall, dass das geht und das ist eine Definition wert. Also, Definition 25.1. Also eine quadratische Matrix A, ich schreibe es mal ruhig dazu, in Kreuz N, das gilt nur für quadratische Matrizen, die heißt diagonalisierbar, diagonalisierbar, wenn es invertierbares S gibt, so dass B definiert als S hoch minus 1 AS diagonal, eine diagonale Matrix ist. So,
So, was haben wir da? Ach so, ja, genau. Genau, die Frage ist, können diese S und die B auch komplex sein? Und sind sie häufiger komplex? Also klar, das ist jetzt, wir sehen ja hier eigentlich genau, was wann wie reell und komplex ist. Und zwar, wenn die Eigenwerte der Matrix komplex, also sagen wir mal, die A ist reell, dann haben wir ja schon gesehen, können die Lambdas durchaus komplex sein, kann man nicht verhindern. Das Polynom, das charakteristische Polynom hat halt irgendwo die Nullstellen und wenn die komplex sind, sind sie halt komplex. Dann sind aber auch notwendigerweise die Eigenvektoren komplex und dann ist die Matrix S und B komplex. Klar. Und es ist auch so, diese Matrizen S und B können genau dann reell gewählt werden, wenn sie eine Basis aus reellen Eigenvektoren und zugehörige reelle Eigenwerte finden. Genau. Ja, also bei mir ist es so, also man kann da durcheinander kommen, finde ich, mit was ist jetzt, was gilt für reell, was gilt für komplex und so weiter, beim Thema Eigenwerte. Ich mache es eigentlich immer so, ich stelle mir erstmal alles immer über den komplexen Zahlen vor. Jede Matrix, die man sich anguckt für das Thema Eigenwerte und Dimensionalisierbarkeit, stelle ich mir lieber erstmal potenziell als komplex vor. Dann arbeitet man drüber und dann sieht man, was man kriegt. Manchmal haben ja auch komplexe Matrizen, können auch reelle Eigenwerte haben. Ist schon möglich, ne, dass ein komplexes Polynom als charakteristisches Polynom dann auch mal eine reelle Nullstelle hat. Ist schon möglich, aber typischerweise ist das übersichtlicher, wenn man da über den komplexen Zahlen arbeitet. So. Ja, genau. So, wir haben uns jetzt vorhin schon überlegt, die Aussage, wenn es eine Basis aus Eigenvektoren gibt, dann ist die Matrix diagonalisierbar. Es geht auch andersrum. Wenn eine Matrix diagonalisierbar ist, dann gilt das. Wenn das hier gilt, gilt aber auch A mal S gleich S mal B mit einer Diagonalmatrix B. Und dann können Sie aus dieser Gleichung auch ablesen, dass A mal erste Spalte gleich erste Spalte mal Skalar ist. Also, vielleicht schreiben wir das mal auf. Schon gesehen. A hat Basis aus Eigenvektoren. Impliziert, A ist diagonalisierbar. Und Umkehrung gilt auch. Ist A diagonalisierbar, eine Diagbar soll abgekürzt sein für diagonalisierbar, dann ist gleich S hoch minus 1 AS gleich B und das hier ist diagonal. Vielleicht schreibe ich hin, das ist dann gleich Diagonalmatrix Lambda 1 bis Lambda n. Das ist äquivalent oder daraus folgt A mal S. Muss von links mit S mal nehmen. A mal S ist gleich S mal Diagonalmatrix Lambda 1 bis Lambda n. Und dann folgt mit S, und die Spalten von S nenne ich dann V1 bis Vn, folgt AVi gleich Lambda i Vi. Geht genauso wieder zurück. Also das ist genau dann, wenn. Die Matrix ist diagonalisierbar. Genau dann, wenn es eine Basis aus Eigenvektoren gibt. Okay. Also, vielleicht habe ich es mal fest, ich schreibe es mal hin. Also, A ist diagonalisierbar. Genau dann, wenn A hat Basis aus Eigenvektoren. Also dieses A hat eine Basis aus Eigenvektoren, ist vielleicht ein bisschen doof gesagt. Es gibt eine Basis aus Eigenvektoren von A. So, insofern haben wir den Begriff, den wir jetzt gerade hier so definiert haben, schon mal sehr hübsch charakterisiert. So, und jetzt kann man sich fragen, wie kann man das noch erkennen? Was gibt es noch für Kriterien dafür, die man vielleicht einfacher prüfen kann, dass eine Matrix diagonalisierbar ist? Eins wissen wir jetzt nämlich schon. Das halten wir gleich mal in dem Satz hier fest. Vielleicht erinnern wir uns kurz. Satz, wie hieß er? 24,5, glaube ich, der sagte, wenn Sie Eigenvektoren Lambda 1 bis Lambda k haben, die alle paarweise verschieden sind,
und zu jedem dieser Eigenwerte einen Eigenvektor, dann sind die Eigenvektoren v1 bis vk linearunabhängig. Ja, und dann haben wir schon jetzt ein einfaches Kriterium. Hat eine Matrix A natürlich quadratisch n verschiedene Eigenwerte, so ist A diagonalisierbar. Warum? Gibt es n verschiedene Eigenwerte, zu jedem Eigenwert gibt es mindestens einen, gibt's einen Eigenvektor und dann die Vi, diese V1 bis Vn sind dann linearunabhängig, weil die zugehörigen Eigenvektoren verschieden sind. Also bilden sie eine Basis, weil es n Stück sind. Also, wenn A n verschiedene Eigenwerte hat, so ist A diagonalisierbar. Umkehrung gilt nicht. In dem Fall ist die Umkehrung falsch. Hier ist das zu Ende. Nee, die Umkehrung gilt nicht. Also, Umkehrung wäre, wenn A diagonalisierbar ist. Quatsch. Ja doch, wenn A diagonalisierbar ist, dann hat A n verschiedene Eigenwerte. Und das Gegenbeispiel ist die Einheitsmatrix, ne? Die ist diagonalisierbar. Und zwar mit jeder Matrix R ist völlig egal. Ne? Sie können eine beliebige Matrix, eine beliebige Basis des R auch n, des K auch n nehmen, in eine Matrix S reinschreiben und dann ist S hoch minus 1 Identität mal S immer eine Diagonalmatrix, nämlich immer Identität. Hat aber nur Eigenwert 1 und sonst nichts. Keine weiteren Eigenwerte. Okay, das ist das. Auch eine wichtige Erkenntnis. So, also bisher haben wir eigentlich schon mal eine nicht diagonalisierbare Matrix gesehen? Nö. Ich glaube nicht. Haben wir uns noch gar nicht so damit beschäftigt. Wir haben es gerade erst definiert. Machen wir mal ein Beispiel. Was zeigt eine ganz einfache Matrix, die nicht diagonalisierbar ist. Und zwar nehmen wir dazu A, die Matrix 1, 1, 0, 1. Und meinetwegen, reell oder komplex, spielt jetzt keine Rolle. So, und ich sage Ihnen, diese Matrix hier ist nicht diagonalisierbar. Tja, warum nicht? Rechnen wir mal das charakteristische Polynom aus. Das charakteristische Polynom. Das ist also die Determinante von A minus Lambda Einheitsmatrix, also die Summe von 1 minus Lambda 1 0 1 minus Lambda, Moment, kann man umgekehrt argumentieren. Das verstehe ich nicht ganz. Kann man mit Umkehrung argumentieren, wenn die Diagonaleinträge paarweise verschieden sind und ungleichen? Naja, also wenn A diagonalisierbar ist, dann heißt das ja, gibt es so eine Darstellung mit so einem B und wenn dann die, und dann auf die Diagonale von B stehen dann genau die Eigenwerte. Das ist automatisch so, das haben wir hier uns überlegt. Ne? Wenn A diagonalisierbar ist, dann ist S hoch minus 1 A S eine Diagonalmatrix und hier haben wir uns überlegt, dass dann die Einträge auf der Diagonale exakt, jeder einzelne davon ist dann ein Eigenwert. Und dann können die verschieden sein oder eben nicht, ne? Ungleich 0 übrigens ist völlig irrelevant. Hätte ich mal fragen, was ist mit die Frage? Fragen wir mal, ist die Nullmatrix diagonalisierbar? Ja oder nein? Fragen wir gleich mal hier. Ich tippe gleich mal ein, damit sie alle einmal antworten können. Die n kreuz n Nullmatrix diagonalisierbar. Ja. Oder nein? Es gibt eine richtige Antwort. Zack. So. Wie sieht es aus? Raten Sie mal alle oder schauen Sie nochmal auf die Definition. Ist die Nullmatrix diagonalisierbar? Gut, dass das mal fällt, das Stichwort Eigenwert ungleich 0 und so. So, diagonalisierbar heißt, wir müssen eine invertierbare Matrix finden, sodass S hoch minus 1 mal A mal S eine Diagonalmatrix ist. Und die Frage ist jetzt in dem Kontext, A ist die Nullmatrix.
Okay, dann, wenn A die Nullmatrix ist, dann, no matter what S, S ist minus 1 mal Nullmatrix ist 0, mal S ist 0. Das heißt, B ist auch die Nullmatrix. Ist sie diagonal? Ja, die Nullmatrix ist ja wohl eine Diagonalmatrix. Das heißt, ja, die Nullmatrix ist diagonalisierbar. Okay, sehr gut. Ist die Mehrheit auch dafür gewesen, ist mir auch richtig. Ach, bei der Gelegenheit gerade noch eine Frage. A, vielleicht machen wir so, wenn A. Nee, wie frage ich es denn jetzt mal? Eigentlich blöd, die jetzt zu fragen, aber ich frage es trotzdem. So, hier ist die Frage. Wenn A diagonalisierbar ist, dann ist A auch invertierbar. Ja oder nein? Und ich frage das mal deswegen, weil ich das öfter schon mal in Prüfungen von Leuten gehört habe. Ne? Eine Aussage, die verkehrt ist. Die Leute waren dann noch trotz längerem Training in Mathematik und Linealgebra der Meinung, dass das nicht so ist, wie es ist an dieser Stelle. Also wenn A diagonalisierbar ist, dann ist A auch invertierbar. Und das sehen Sie eigentlich in der Frage darüber ja gerade. So. Also die Nullmatrix ist diagonalisierbar, aber nicht invertierbar. Also ist die Antwort auf die Frage, wenn diagonalisierbar, dann invertierbar, auf jeden Fall nein. Die Nullmatrix ist diagonalisierbar, aber nicht invertierbar. Die beiden Begriffe sind eigentlich völlig unabhängig. Es gibt invertierbare Matrizen, die sind diagonalisierbar. Und es gibt nicht invertierbare Matrizen, die sind diagonalisierbar und andersrum. Die beiden Begriffe haben miteinander eigentlich gar nichts zu tun. Was wichtig ist, na, invertierbar heißt ja, der Kern ist nur die Null. Und aber der Kern ist auch gerade der Eigenraum zum Eigenwert 0. Eigenwert 0 heißt ja, a mal v gleich 0 mal v. Eigenvektoren zum Eigenwert 0 sind gerade die Vektoren im Kern bis auf den Nullvektor. Das heißt, diagonalisierbar nicht ist eigentlich irrelevant für invertierbar. Wichtig ist, ist 0 ein Eigenwert oder nicht? Okay, aber wir kommen hier ein bisschen vom Thema ab. Eigentlich wollten wir hier gerade darüber reden, ob diese Matrix diagonalisierbar ist. Und wir wissen jetzt hier die Charakterisierung. Vielleicht sollte man noch einen Kasten drum malen, weil das ist ziemlich wichtig eigentlich. A ist diagonalisierbar, genau dann, wenn es eine Basis aus Eigenvektoren gibt. Okay, rechnen wir mal alle Eigenvektoren aus. Dafür rechnen wir erstmal das charakteristische Polynom aus. In dem Fall 2 Kreuz 2, Determinante ist 1 minus Lambda Quadrat minus 1 mal 0 ist nichts. Okay. Das ist das charakteristische Polynom. 0 Stellen sind wie folgt. 1 ist eine doppelte Nullstelle. Des charakteristischen Polynoms. Das ist Nullstelle und auch Nullstelle der Ableitung. Oder eben, es hat so einen quadratischen Faktor da drin, einen quadratischen Faktor mit Nullstelle 1. Das heißt, diese Matrix hat nur einen einzigen Eigenwert und das ist der Eigenwert 1. Das heißt, 1 ist einziger Eigenwert von. Gut, was sieht es mit Eigenvektoren aus? Eigenraum. Gucken wir uns mal den Eigenraum an. Eigenraum von A zum Eigenwert 1 ist ja der Kern von A minus 1 mal Einheitsmatrix. Gucken wir uns das mal an. Was ist A minus 1 mal die Einheitsmatrix? Das ist also 1. 0, 1, 1 und hier auf die Diagonale ziehen wir 1 ab. Das ist die Matrix 0, 1, 0, 0. So, was ist der Kern davon? Was liegt hier im Kern? Erstmal, naja,
Kernrangformel zum Beispiel, die Matrix hat ja Rang 1, ne, eine linienunabhängige Zeile, alle zwei sind unten, ne, genau die Anzahl der linienunabhängigen Zeilen oder Spalten. Das heißt, der Kern ist eindimensional. Das heißt, Sie müssen nur einen einzigen Vektor finden, der nicht 0 ist, der im Kern liegt. Und das ist zum Beispiel der erste Einheitsvektor. So, das heißt, der Eigenraum ist nur eindimensional. Dimension Eigenraum ist gleich 1. Es gibt keine weiteren Eigenwerte. Das heißt, es gibt keinen linienunabhängigen Eigenvektor mehr. Das heißt, es gibt keine Basis aus Eigenvektoren. So, keine weiteren Eigenwerte. Daraus folgt, es gibt keine Basis aus Eigenvektoren. Das heißt, A ist nicht diagonalisierbar. Also diese einfache harmlose Matrix hier, 1, 1, 0, 1, ist nicht diagonalisierbar. Sie hat nur einen einzigen Eigenwert, der ist doppelt. Der Eigenraum ist aber nur eindimensional. So. Alle Eigenvektoren zusammen spannen nur einen eindimensionalen Unterraum auf, nicht den ganzen Raum. Okay, und das Phänomen hatten wir vorhin noch gar nicht gesehen, dass es sowas gibt wie doppelte Eigenwerte, wozu es aber nur einen Eigenvektor gibt. Und das sagt man, sowas für dich Quatsch ist. Wozu der gibt immer unendlich viele Eigenvektoren. Also es gibt nur einen einzigen Eigenwert mit Vielfalt, oder nicht, mit also einem doppelten Eigenwert. Aber der Eigenraum ist nur eindimensional. Das heißt, sie haben für einen Eigenwert auf einmal, das finde ich bis heute ein bisschen überraschend, diese zwei verschiedenen Sachen. Die Vielfachheit der Nullstelle und die Größe des Eigenraums. Und das sind verschiedene Größen im Allgemeinen. Bisher war das irgendwie immer so gleich eigentlich. Zum Beispiel bei der Einheitsmatrix, der Eigenwert 1 hat die zugehörige Nullstelle, hat Vielfachheit n und der zugehörige Eigenraum hat Dimension n. Oftmals ist es so, dass es einen einfachen Eigenwert gibt, also die Nullstelle ist einfach, der zugehörige Eigenraum ist eindimensional. Hier ist es jetzt mal anders. Die beiden Größen sind verschieden. Die Vielfachheit der Nullstelle und die Dimension des Eigenraums. Ist was anderes auf einmal. Und das ist so bemerkenswert, dass es dafür einen Begriff gibt, für diese beiden Größen. Definition 25.3. Sei Lambda ein Eigenwert von A. Und dann definieren wir zwei Größen. Das erste ist die Vielfachheit. Vielfachheit von Lambda als Nullstelle des charakteristischen Polynoms. PA heißt algebraische Vielfachheit. Und die wird genannt A von Lambda. A für algebraisch. Und algebraisch, weil Polynome sind algebraische Objekte. Da geht es ums Rechnen, ne, mit plus minus mal geteilt. Und das andere ist die Dimension des Eigenraumes. Also die Dimension des Eigenraumes i. Ach so, habe ich O falsch schon gemacht. Ich habe schon fast gedacht, dass mir das passiert. Die Dimension hier ist eigentlich andersrum. Eigentlich ist die Dimension hier i Eigenwert a. So haben wir es, glaube ich, gemacht. Eigenwert a. I Lambda a. So. heißt geometrische Vielfachheit. Geometrische und die schreibt sich G von Lambda. Geometrie, weil da geht es um die Dimension eines Raumes. Und das ist was, räumliches Objekt. So, und oben haben wir gerade schon gesehen, im obigen Beispiel,
Da haben wir gesehen, die algebraische Vielfachheit von 1 ist 2, aber die geometrische Vielfachheit von 1 ist nur 1. Okay, also das Thema Eigenwerte ist leider ein bisschen komplizierter, als man es auf den ersten Blick vielleicht gesehen hat. So, es gibt dieses Phänomen von algebraischer und geometrischer Vielfachheit. Das ist einfach so. Kann man nichts gegen machen. Okay, wir untersuchen das ein bisschen. Hier ist es jetzt so, die algebraische Vielfachheit ist größer als die geometrische. Geht es vielleicht auch anders? Gibt es irgendeine Relation, die sagt, die geometrische Vielfachheit ist höchstens halb so groß oder was auch immer? Das werden wir heute auch noch vollständig beantworten können, diese Frage. Kümmern wir uns aber erst nochmal, genau, wir kümmern uns gleich direkt um die Frage. Und so eine Frage, wie verhält sich es mit solchen neuen Begriffen? Was kann alles passieren? Kann man zum Beispiel untersuchen, indem man sich Invarianzen anguckt. Also wie verändert sich die algebraische Vielfachheit eines Eigenwertes, wenn ich mit der Matrix das und das mache? Wie verhält sich die geometrische Vielfachheit mit eines Eigenwertes, wenn ich mit der Matrix das und das mache? Das sind so Invarianzphänomene. Ne? Und da gibt es einen einfachen Satz, den wir auch gleich beweisen können. Der sagt, dass algebraische und geometrische Vielfachheiten unter Ähnlichkeitstransformationen invariant sind. Und ich schreibe es mal lieber auf. Sind zwei Matrizen ähnlich, so haben sie das gleiche charakteristische Polynom. Achso, das ist auf Aussage A. Das ist jetzt mal in Worten ausgedrückt. In Formeln sieht das so aus. Zwei Matrizen sind ja ähnlich. Das heißt, oder mit anderen Worten könnte man auch sagen, das heißt, wenn A gleich, dann schreibt man es mal andersrum, ne, wenn B gleich S hoch minus 1 AS, dann ist das charakteristische Polynom von B gleich dem charakteristischen Polynom von A. So, wenn B gleich S minus 1 AS, das heißt ähnlich hier, ne, dann sind A und B ähnlich, dann haben sie das gleiche charakteristische Polynom. Und schreibe ich jetzt nicht auf, steht aber im Skript. Wenn sie das charakteristische Polynom haben, haben sie auch die gleichen Eigenwerte und die gleichen algebraischen, mit den gleichen algebraischen Vielfachheiten. Weil die Eigenschaft etwas ist ein Eigenwert und diese algebraische Vielfachheit des Eigenwerts sind Eigenschaften, die nur am charakteristischen Polynom hängen und nicht an irgendwelchen anderen Sachen. Das charakteristische Polynom hat ja quasi n Freiheitsgrad, das ist ja ein Polynom vom Grad n, das heißt, es hat n plus 1 Koeffizienten. Der Koeffizient des größten Eintrages ist aber fix, der ist minus 1 hoch n. Das heißt, es hat nur n Daten. Die Daten bestehen aus n-Zahlen. Eine n-Kreuz-n-Matrix hat aber n-Quadrat viele Daten. Das heißt, die Matrix enthält mehr Informationen als das charakteristische Polynom. Aber die Eigenschaft, etwas ist ein Eigenwert und etwas ist die algebraische Vielfachheit des Eigenwerts, hängt nur am charakteristischen Polynom. So, das ist die erste Aussage. Wenn Matrizen ähnlich sind, haben sie das gleiche charakteristische Polynom, folglich die gleichen Eigenwerte und die gleichen algebraischen Vielfachheiten. Zweitens sind zwei Matrizen ähnlich, so sind die geometrischen Vielfachheiten ihre Eigenwerte gleich. So, das kann ich vielleicht sogar ein bisschen genauer schreiben. Da gibt es mir noch ein kleines bisschen Aussage mehr. Man kann sogar, wenn zwei Matrizen ähnlich sind, die Eigenvektoren in Beziehung setzen. Die sind dann nicht die gleichen, aber es gibt eine Beziehung. Genauer gibt es folgende Aussage. Ist B gleich S hoch minus 1 AS, so gilt V ist Eigenvektor von A zum Eigenwert Lambda, genau dann, wenn S hoch minus 1 mal V ist Eigenvektor V
von B zum Eigenwert Lambda. Also, Matrizen A und B sind ähnlich mit Ähnlichkeitstransformation S. Dann gilt, V ist ein Eigenvektor von A zum Eigenwert Lambda. Genau dann, wenn S hoch minus 1 V ein Eigenvektor von B zum Eigenwert Lambda ist. Das heißt, die Eigenvektoren stehen in 1 zu 1 Korrespondenz und werden durch eine invertierbare Matrix aufeinander abgebildet. Das heißt auch, ne, der Eigenraum von A zum Eigenwert Lambda, wenn ich den mit S hoch minus 1 abbilde, invertierbare Matrix, Dimension bleibt gleich, kriege ich den Eigenraum von B zum Eigenwert Lambda. Das heißt, die Aussage unten sagt sogar noch ein bisschen mehr. Die sagt insbesondere, dass die geometrischen Vielfachheiten gleich sind, sagt aber auch, wie die Eigenvektoren aufeinander abgebildet werden. Okay, und der Beweis ist kurz und einfach. Deswegen machen wir mal. Das ist so schwer. Und außerdem lernt man noch ein bisschen mehr rechnen mit Matrizen. Da kann man, ich weiß ja auch nicht, es gibt so viele Sachen, an die man sich gewöhnen muss. Deswegen machen wir das ruhig ein bisschen häufiger. Also, wir wollen was wissen über dieses charakteristische Polynom und würden gerne zeigen, dass das das charakteristische Polynom von A ist. Also, als erstes Definition des charakteristischen Polynoms. Ist das hier. Das ist diese Gleichung, ist die Definition des charakteristischen Polynoms. Jetzt kommt die Definition von B. B ist gleich S hoch minus 1 AS. Einfach nur eingesetzt. So, ne? Und jetzt kommt die Tatsache, dass wir die Matrix, die Einheitsmatrix, die ist immer, können wir schreiben, als S hoch minus 1 mal S. Dann steht hier nämlich die Determinante von S hoch minus 1 AS minus Lambda mal S hoch minus 1 mal S. Ja, korrekt. Und das Ding hier können wir auch schreiben als S hoch minus 1 Lambda mal Einheitsmatrix S. Also ein Skalar kann ich auch irgendwo hinschreiben, kann ich in die Mitte schreiben und ein Skalar kann ich als Skalar mal Einheitsmatrix schreiben. Bleibt immer alles richtig. So, und jetzt kommt's in dem Ausdruck hier, da können wir jetzt S hoch minus 1 links ausklammern. Das heißt, das hier ist das gleiche wie S hoch minus 1 mal A minus Lambda Einheitsmatrix mal S. Okay. Das ist der große Clou eigentlich, ne? Dass ich hier sagen, in diesem Ausdruck links und rechts S und S hoch minus 1 ausklammern kann. Und das geht, weil ich hier die Einheitsmatrix als S hoch minus 1 von S schreiben kann. Was zum Beispiel nicht geht, ne? Was ein falscher Beweis für eine richtige Aussage wäre, hier zu sagen, okay, S hoch minus 1 A mal S ist gleich A mal S hoch minus 1 mal S und S hoch minus 1 mal S ist weg. Also einfach hier diese beiden vertauschen. Das ist falsch, weil das nicht geht. Das ist im Allgemeinen falsch. Nee, ist nicht falsch, weil das nicht geht. Das ist einfach falsch. S hoch minus 1 mal A ist eigentlich nie das gleiche wie A mal S hoch minus 1. Matrizenmultiplikation ist nicht kommutativ, nur in ganz seltenen Fällen. Das heißt, das wird aber auch zum richtigen Ergebnis führen. Wenn Sie hier einfach diese beiden Matrizen mal vertauschen, dann kommt am Ende das Richtige raus. Sie haben aber zwischendrin einen Schritt gemacht, der im Allgemeinen falsch ist. Es ist blöd, manchmal gibt es sowas. Ne? Falsche Beweise für richtige Aussagen. Und der richtige Beweis funktioniert so, Sie müssen hier S und S minus 1 links und rechts ausklammern, kommen dann hier hin und nutzen jetzt die Multiplikativität der Determinante. So. Determinante von A mal B. Determinante von A mal Determinante von B. Ganz wichtige Sache. Das geht auch für 3, natürlich. Und dann brauchen wir noch, dass die Determinante der Inversen ist 1 durch die Determinante. Und was hier eben gerade nicht ging, eben gerade haben Sie das S hoch minus 1 nicht an dem A vorbeibekommen. Ist ja auch falsch. Hier haben Sie jetzt das mit der Determinante auseinandergezogen und kriegen das 1 durch det S hier dann vorbei, weil es jetzt einfach gekürzt wird. Jetzt ist es ein Multiplikatum von Zahlen und die ist kommutativ. Das heißt, hier kommt jetzt wirklich raus, Determinante von A minus Lambda Einheitsmatrix und das ist das charakteristische Polynom von A. Okay, gut. Das war's schon, ne? Also schon ist gut. Es passiert nicht viel. Wir müssen uns erinnern, was die Definition ist.
Wir gucken einmal hin, was B und A miteinander zu tun haben. Und hier müssen wir einmal clever sein und überlegen, wie kriegen wir jetzt, wie kommen wir an das A in der Mitte ran? Und wir kommen nicht dran, indem wir hier irgendwas vertauschen, weil das ist halt im Allgemeinen falsch. Schade, ist halt aber so. Wir kommen da dran, indem wir hier uns einen eleganten S minus 1 S reinschummeln auf diese Art und Weise. Weil nämlich hier vertauscht es sozusagen. Da ist es nämlich so, Lambda mal Einheitsmatrix vertauscht mit allem. Konstante mal Einheitsmatrix, das sind die quasi die einzigen Matrizen, die mit allen anderen Matrizen kommutieren, weil es skalare Multiplikation ist. Das heißt, was hier nicht geht, geht hier, weil das nur die Einheitsmatrix ist. Die kann ich da reintauschen. Dann kann ich auf beiden Seiten ausklammern, Multiplikativität der Determinante benutzen. Nochmal quasi, Determinante der Inversen ist die Inverse der Determinanten. Dann kürze ich es weg und dann bin ich da. Okay. Ja, und B ist auch einfach, wenn wir haben A mal V ist gleich Lambda V, dann können wir das die ganze Gleichung von links mit S hoch minus 1 mal nehmen. So. Und dann kann ich mir hier füge ich noch eine Entität ein. Und zwar nochmal in der Form S mal S hoch minus 1. Das schiebe ich da rein. Dann steht hier nämlich S hoch minus 1 A S S hoch minus 1 mal V ist gleich Lambda S hoch minus 1 mal V. Auch wieder zwei verschiedene Sachen. Wir wollen irgendwie hier so ein S dran vorbeischummeln. Wir nehmen die ganze Gleichung von links mit S hoch minus 1 mal. Das ist okay, ist eine invertierbare Matrix. Lösungen der Gleichung bleiben exakt die gleichen, Lösungsmenge. Und dann schummeln wir hier uns noch ein S mal S hoch minus 1 einfach ein. Weil das die identische Matrix ist. Dann sieht so aus. Und dann erkennen wir hier unser B. Das heißt, die Gleichung, die hier steht, ist die Gleichung B mal, und dann mache ich mal Klammern, damit man es besser sieht. Also, V und Lambda erfüllen die Eigenwertgleichung für A und dann gilt genau dann, wenn S hoch minus 1 V und Lambda die Eigenwertgleichung für B erfüllen. Und das war die Aussage. Okay. Gut, haben wir das schon mal rausbekommen. Unter Ähnlichkeitstransformationen, also diesen Zusammenhang zwischen Transformationen A und B, bleiben Eigenwerte, die algebraischen und die geometrischen Vielfachen gleich. Die Eigenräume nicht, die werden mit einer invertierbaren Matrix aufeinander abgebildet. Okay. Ja, wunderbar. Sind wir perfekt in der Zeit. Haben, glaube ich, heute viel Zeit über. Okay, wunderbar. Also am Ende der Vorlesung haben wir bestimmt nachher eine Viertelstunde über. Also dass halt, wenn Sie jetzt schon noch Fragen haben oder jetzt in der Pause Ihnen Sachen einfallen, schreiben Sie sich an die Seite und am Ende der Vorlesung ist heute zum Beispiel schon mal Zeit, Verständnisfragen zu stellen. Machen wir erstmal Pause. In 2 Minuten geht's weiter. Bis gleich.
Okay, da bin ich wieder. So geht's weiter. So haben wir immerhin geklärt, dass unter Ähnlichkeitstransformationen geometrische und algebraische Vielfachheit gleich bleiben. Haben wir aber noch nicht geklärt, ob es einen allgemeinen Zusammenhang gibt, wie sich algebraische und geometrische Vielfachheit verhalten. Und dafür kann man ein bisschen aussagen, aber nicht zu viel. Also, da haben wir einen Satz dafür. 25,5 ist Lambda 0, nenne ich es mal, ein Eigenwert einer n Kreuz n Matrix A. So gilt die geometrische Vielfachheit dieses Eigenwertes, die ist immer mindestens 1. Die algebraische Vielfachheit ist höchstens n und die algebraische ist größer gleich der geometrischen. Das kann man sagen. Das ist immer richtig. Und mehr aber nicht. Also mehr kann man nicht aussagen. Alles andere kann passieren. Die geometrische Vielfachheit kann alles sein zwischen 1 und n. Die algebraische Vielfachheit kann alles sein zwischen 1 und n. Aber die algebraische ist immer größer als die geometrische. Das auf jeden Fall. Okay, das können wir auch alles beweisen. Und das meiste ist gar nicht so schwer. Also, kümmern wir uns erstmal um diese hier. Also Lambda 0 Eigenwert bedeutet A minus Lambda 0 Einheitsmatrix nicht invertierbar. Und das bedeutet die Dimension von A minus Lambda 0 Einheitsmatrix ist größer gleich 1 und das ist, pardon, das ist die Quatsch, die Dimension des Kerns. Die Dimension des Kerns von A minus Lambda 0 Einheitsmatrix und das ist gleich die Dimension des Eigenraums. Eigenraum hatte ich habe schon vergessen, wie ist meine Schreibweise? Wie ist sie? Weiß ich schon nicht mehr. So, unten. Genau, Lambda 0. Und das ist die geometrische Vielfachheit von Lambda 0. So. Also, Eigenwerte. Da gibt es immer einen Eigenvektor zu, mindestens, und das heißt, die Dimension des Eigenraums ist mindestens 1. Okay. So, da haben wir das hier abgehakt. Ja, genau. Ja, ist ja nicht verboten, ne? Genau. Moment, was steht da? Ja, stimmt. Ist richtig. Bei der Einheitsmatrix ist der einzige Eigenwert. Die Dimension des Eigenraums ist n und das heißt, die geometrische Vielfachheit ist n. Die algebraische auch. Die algebraische Vielfachheit ist auch n. Ne? Das ist vielleicht das Wichtige. Weil machen wir hier mal kurz, wenn a gleich in ist, dann ist 1 Eigenwert von a und die geometrische Vielfachheit von 1 ist n und das ist auch gleich die algebraische Vielfalt von 1. Das heißt, die Ungleichungen hier gelten alle. Ne? Das ist gleich dem ist gleich n, ist alles größer gleich 1. Passt. Ja, so ist es tatsächlich richtig. Da steht ja nichts darüber, über die Anzahl der verschiedenen Eigenwerte sowas. Ne? Das hat damit nichts zu tun. Das ist nur, wenn irgendwas ein Eigenwert ist, dann ist die geometrische Vielfalt mindestens 1, die algebraische ist größer gleich und insgesamt nicht größer als n. Genau, hier sehen wir es ja auch, ein Eigenwert. Zu jedem Eigenwert gibt es mindestens einen Nicht-Null-Eigenvektor. Das heißt, der Eigenraum hat mindestens Dimension 1. Das heißt, die geometrische Vielfachheit ist mindestens 1. Die Gleichung hier ist auch einfach zu sehen. Genau. Okay, wunderbar. Lambda Eigenwert, daraus folgt Lambda 0, 0 Stelle des charakteristischen Polynoms. Und dann müssen wir jetzt hier neue Seite anfangen, da der Grad von dem charakteristischen Polynom genau
n ist, ist Vielfachheit der Nullstelle Lambda 0 höchstens n. Einfach ein Polynom vom Grad n. Da ist die Ordnung der Nullstelle die Vielfachheit höchstens n. Mehr ist gar nicht drin. Weil sozusagen die n-Ableitung ist konstant. So, die einzig spannende und dann haben wir das auch geklärt hier. Und die Ungleichung, die wirklich spannende ist, ist diese hier, dass die algebraische höher ist als die geometrische. Okay. Im Beispiel ist das auch so gewesen. In dem Beispiel war es auch so, diese Matrix 1, 1, 0, 1. Da ist ja 1 ein Eigenwert mit algebraischer Vielfachheit 2 und geometrischer Vielfachheit 1. Ist also echt kleiner. Und die andere Situation, dass die algebraische Vielfachheit 1 ist, aber die geometrische Vielfachheit größer als 1, die gibt es nicht. Und das müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das klären können. Mittlere Ungleichung, also die fehlt noch hier. Das ist Argument jetzt das Einzige, was ein bisschen kompliziert ist, finde ich. Und zwar, wir fangen mal so an, sei die geometrische Vielfachheit von Lambda 0 gleich k. Das heißt, die Dimension des Eigenraumes ist gleich k. Und jetzt wählen wir also eine Basis davon. Wir wählen eine Basis v1 bis vk von diesem Eigenraum. Und jetzt wollen wir zeigen, dass dann Lambda 0 eine mindestens k-fache Nullstelle des charakteristischen Polynoms ist. So, und das ist ein bisschen... Es ist eigentlich, wenn man es nachher gesehen hat, ist eigentlich ganz einfach. Nur vielleicht auf die Idee muss man erstmal jetzt kommen. Und zwar die Idee ist, wir ergänzen das Ding zu einer Basis. Ergänze zu einer Basis des ganzen Raums. Ergänze zu V1 bis Vn Basis des K hoch n. Okay. Und dann nehmen wir das und schreiben das in eine Matrix spaltenweise rein. Also, wir nehmen uns eine Matrix her, deren ersten K-Spalten sind alle Eigenvektoren, zum linienunabhängige Eigenvektoren zum Eigenwert Lambda 0. Wir wissen, davon gibt es genau k maximal, weil die geometrische Vielfachheit gerade k ist. Und ergänzen oder füllen diese Matrix auf mit weiteren Vektoren, sodass die ganze Matrix invertierbar ist, dass die Spalten eine Basis bilden. So, das ist die erste Idee. Und die zweite Idee ist, wir gucken uns jetzt eine Matrix an, die ähnlich ist zu dem A, wovon das hier ein Eigenvektor ist, und gucken dann bei der, die hat ja das gleiche charakteristische Polynom, dass da Lambda mindestens eine k-fache Nullstelle ist. Und damit, oder was gucken wir uns an? Wir gucken uns einmal A mal S an. A mal S, das ist wie gehabt, das ist A mal V1 bis A mal Vn. Und jetzt sind ja die ersten V1 bis Vk sind alle Eigenwerte. Das heißt, hier steht am Anfang Lambda 0. Die ersten Vk sind Eigenvektoren zum Eigenwert Lambda 0. Das heißt, das erste ist Lambda 0 mal Vk bis Lambda, das erste ist Lambda 0 mal V1, bis es weitergeht zu Lambda 0 mal Vk. Und dann kommt irgendwas anderes. A mal Vk plus 1 bis A mal Vk. N. So, das kommt da raus. So, und das würden wir jetzt gerne wieder schreiben als S mal irgendwas. So, und das ist jetzt nicht ganz so einfach, das kriegen wir nicht so komplett hin. Aber wir sehen, was wir hier in die ersten K-Spalten reinschreiben müssen, das kriegen wir jetzt raus. Damit nämlich hier vorne in der ersten Spalte Lambda 0 V1 steht, wenn ich S mal irgendwas nehme, muss hier der Lambda 0 stehen und der Rest 0. Und für den zweiten muss auch Lambda 0 stehen, sodass hier oben so eine K-Kreuz-K-Diagonalmatrix mit Lambda 0 auf den Diagonalen steht. Ja, und hier steht irgendwas. Also hier stehen auch 0. Und was hier steht, ist eigentlich egal. Und das Ding, was hier steht, nenne ich mal R. Das Ding könnte ich auch benennen, aber das brauchen wir nicht. Sozusagen aber diese Gleichung hier, die kann ich quasi einfach ablesen auf der linken Seite. Welche Matrix muss ich hier ranschreiben, damit das rauskommt? Und dann sehe ich auf alle Fälle, dass dieser linke Teil der Matrix
Der muss so aussehen, dass oben Lambda Nulls auf der Diagonalen stehen, darunter nur Nullen. Und der rechte Teil sieht irgendwie aus. Aber was haben wir jetzt nämlich erreicht? Wir haben erreicht, dass wenn wir b definieren als s hoch minus 1 as, dann können wir, wenn wir in diese Gleichung gucken, von links mit s hoch minus 1 mal nehmen, dann wissen wir, dass das b von dieser Form ist. Lambda 0, da oben, hier Nullen, da ein Sternchen und hier irgendwas anderes. So, das heißt jetzt aber, a und b sind ähnlich. Das heißt, die beiden charakteristischen Polynome sind gleich, nach dem Satz von eben. Wie lautet aber jetzt das charakteristische Polynom? Von dem hier. Naja, da muss ich also hier auf der Diagonalen hier Lambda 0 abziehen. Das heißt, ich habe hier oben stehen Lambda 0, Lambda abziehen, Lambda 0 minus Lambda, Lambda 0 minus Lambda. Hier unten 0, hier oben irgendwas und hier steht R minus Lambda Einheitsmatrix mit einer Größe, die Größe ist N minus K, aber schreibe ich mal nicht ran. So, und was ist die Determinante hiervon? Also genau weiß ich es nicht, aber ich könnte nach der ersten Spalte mal entwickeln. Wenn ich nach der ersten Spalte entwickle, dann muss ich, kriege ich also raus, ist Lambda 0 minus Lambda mal die Determinante von dem Rest und das war's. Jetzt kann ich aber K mal machen und jedes Mal kriege ich einen Faktor Lambda 0 minus Lambda. Was überbleibt, ist die Determinante von R minus Lambda Einheitsmatrix. Und das hier ist die N minus K. Vielleicht schreibe ich es ran, das ist N minus K. So, was hier los ist, keine Ahnung. Da weiß ich nichts drüber, was das für Nullstand ist. Aber ich sehe, dass das Lambda eine k-fache Null, Lambda 0 eine k-fache Nullstelle von dem PB ist. Das heißt, Lambda 0 ist wenigstens k-fache Nullstelle von PB und das ist aber auch gleich PA. Das heißt, wir haben gezeigt, Lambda 0 ist wenigstens eine k-fache Nullstelle des charakteristischen Polynoms von A und daraus folgt die algebraische Vielfachheit von Lambda 0 ist größer gleich K. Und das wollten wir zeigen. Wir haben angefangen damit, dass wir gesagt haben, wir nennen die geometrische Vielfachheit von Lambda 0 nennen wir K und wir folgern, die algebraische Vielfachheit ist mindestens K. Und das war der Beweis. Okay, also wissen wir das. Algebraische Vielfachheit ist größer als geometrische Vielfachheit. Anders gesagt, die Vielfachheit als Nullstelle des charakteristischen Polynoms ist mindestens so groß wie die Dimension des zugehörigen Eigenraumes. Okay. Und jetzt haben wir nur noch, glaube ich, auch so einen Satz und ein Beispiel für uns. Ne? Und dann haben wir es geschafft. So, Satz 25,6. Also mit dem Wissen, was wir jetzt haben, können wir noch ein bisschen, noch eine andere Charakterisierung der Tatsache, dass etwas eine Matrix diagonalisierbar ist, aufschreiben. Und zwar im Komplexen ist die Sache vergleichsweise übersichtlich. Im Komplexen kann man sagen, A ist genau dann diagonalisierbar, wenn für alle Eigenwerte die geometrische und die algebraische Vielfachheit übereinstimmt. Warum ist das so? Naja, im Komplexen ist es doch so, ich meine, immer ist es so, dass das charakteristische Polynom hat Grad n,
hat also fundamentales Algebra genau n0 Stellen mit Vielfachheiten gezählt. Das heißt, die Summe der algebraischen Vielfachheiten aller Nullstellen oder aller Eigenwerte ist exakt n. Und wenn aber auch die geometrische Gleichzahl der algebraischen Vielfachheiten ist, heißt das ja, die Summe der Dimensionen der Eigenräume ist exakt n. So, das heißt, wenn Sie in jedem Eigenraum eine Basis wählen, kriegen Sie hier Eigenvektoren, da Eigenvektoren, da Eigenvektoren, jeweils eine Basis. Wenn Sie die aber alle zusammenpacken, dann sind die jeweils paarweise linear unabhängig, sind die linear unabhängig als Gesamtmenge und sind genau n Stück, also eine Basis des ganzen Raums. Und dann haben wir vorher schon gesehen, wenn es eine Basis aus Eigenvektoren gilt, dann ist die Matrix deanalysierbar. Genau, dann n sogar. So, jetzt ist eigentlich der nächste Satz, Teil des Satzes ist vielleicht ein bisschen verwirrend. Vielleicht, weil wir haben es nicht definiert, man könnte auch sagen, wir haben bisher nur diagonalisierbar definiert und nicht darüber geredet, dass ja oder das nicht groß irgendwie thematisiert, dass Eigenwerte auch komplex sein können. Es gibt auch den Begriff reell diagonalisierbar. Und dann kann man sagen, eine Matrix, eine reelle Matrix ist reell diagonalisierbar, wenn es eine Basis aus reellen Eigenvektoren zu reellen Eigenwerten gibt. Und dann ist es natürlich nicht so einfach wie im komplexen Fall, weil da kann es einfach sein, dass das charakteristische Polynom irgendwie vielleicht manchmal gar keine Nullstellen hat. So ein quadratisches Polynom kann ja mal gar keine Nullstellen haben. Haben wir schon gesehen, gar keine reellen. Bei der Drehmatrix, ne? Drehmatrix 2 kreuz 2, charakteristische Polynom hat keine einzige reelle Nullstelle. Das heißt, die Matrix hat keinen einzigen reellen Eigenwert, sie kann überhaupt nicht deanalysierbar sein. Im Komplexen geht das alles nicht, weil Polynome vom Grad n genau n Nullstellen haben. So, im Reellen, ich schreibe es trotzdem mal auf, ist A reell und ich schreibe mal hin, reell deanalysierbar. Das heißt, mit reellen Eigenvektoren und Eigenwerten. Ach so, ja, das ist ja gar nicht ganz reell. Ah, nee, ja, ich sehe schon. Die Aussage ist eigentlich ein bisschen anders. Ist ja okay. Die Aussage so ist, ist A reell und diagonalisierbar. Und sind alle Eigenwerte reell. Genau, vielleicht ist es auch besser. Diagonalisierbar haben wir, müssen wir weiterhin nicht über reell diagonalisierbar sprechen. Ich kann einfach sagen, die ist diagonalisierbar, hat aber nur reelle Eigenwerte. So sind auch alle Eigenvektoren reell. Sind alle Eigenvektoren reell, wobei das auch ein bisschen doof formuliert ist, aber so gibt es eine Basis aus reellen Eigenvektoren. Okay. Also die Aussage finde ich gar nicht so, kann man vielleicht noch glücklicher formulieren. Also, genau, reicht vielleicht. Rechnen wir nochmal ein Beispiel ausführlich durch und gucken, ob eine Matrix diagonalisierbar ist oder nicht. Okay. So, Beispiel soll sein. Wir machen mal ein 3 kreuz 3 Beispiel, also Beispiele zu Eigenwerten und Eigenvektoren. Sind oft, sobald sie nicht mehr 2 kreuz 2 sind und können sie anstrengend werden. Wir machen hier einen 3 kreuz 3 Fall, der noch ganz gut zu machen ist. Liegt einfach immer daran, dass man dann schon ein Polynom mit dritten Grades hat. Ne? Wir nehmen mal diese Matrix hier. So. Und fragen uns, ist diese Matrix hier diagonalisierbar? Okay. So, wenn wir wissen wollen, ist sie diagonalisierbar, dann müssen wir erstmal ausrechnen Eigenwerte und dafür rechnet man oftmals das charakteristische Polynom aus. Das ist das Beste, was wir wissen. Also, charakteristisches Polynom PA von Lambda, ich meinte von A minus Lambda, Einheitsmatrix. In dem Fall also Determinante von auf der diagonalen Lambda abziehen. Haben wir also stehen 3. Minus Lambda, minus 3, minus 3, 2, minus 2, minus Lambda, minus 3, 0, 0 und 1, minus Lambda.
Jo. Okay, jetzt sehen wir hier, letzte Spalte hat zwei Nullen, also Methode der Wahl, Entwicklung nach der letzten Spalte. Also hier entwickle nach dritter Spalte. Vorzeichen, wie ist das? Plus, minus, plus, minus, plus. Wobei es eigentlich egal ist, das Vorzeichen, wir brauchen es nicht. Das heißt, wir haben hier 1 minus Lambda mal die Determinante der Streichmatrix, letzte Spalte, letzte Zeile streichen. 3 minus Lambda, 2 minus 3 minus 2 minus Lambda. Und bei 2×2-Matrizen, das minus das. Wir kriegen also raus 1 minus Lambda mal, jetzt steht hier, 3 minus Lambda mal minus 2 minus Lambda minus 2 mal minus 3. 2 minus 3 sind minus 6, also minus minus 6 sind plus 6. So. Das ist mal richtig, das ist das charakteristische Polynom. Und jetzt hätten wir gerne die Nullstellen davon. So, ne? Okay. Und jetzt Impuls ausmultiplizieren, immer erstmal widerstehen, immer erstmal drauf gucken. Sieht man vielleicht was? Und natürlich sehen wir was. Natürlich sehen wir gleich eine Nullstelle. Wissen, sehen Sie auch schon eine Nullstelle von dem Polynom hier? Gucken Sie mal drauf, ob Sie eine Nullstelle sehen. Und wenn Sie sie gefunden haben, schreiben Sie sie in den Chat. Richtig. Sehr gut. Genau. 1 ist eine Nullstelle. Dieser Faktor mal irgendwas ergibt 0. Wenn der Faktor 0 ist, ist eine Nullstelle. Das heißt, wir wären schön blöd, wenn wir diesen Faktor hier wieder rein multiplizieren, dann verstecken wir die Nullstelle hier nur. Jetzt ist hier genau, das ist das Stichwort. Man nennt das Linearfaktor. Jemand kennt sich ja aus mit der Terminologie. Genau. Wir haben hier einen Linearfaktor. Das heißt, wir kümmern uns nur darum, wir lassen den hier schön stehen. Der ist doch schon super. Und hier innen drin, da sehe ich jetzt nichts. Keine Ahnung. Hier steht ja dieses plus 6 dabei. Wenn das plus 6 nicht dastehen würde, dann könnten wir alle Nullstellen ablesen. Dann haben wir einfach drei Linearfaktoren, wie Herr Wangold es richtig geschrieben hat. Das plus 6 macht alles kaputt. Ja, also wenn hier nochmal plus 1 stehen würde, würde ich gar keine Nullstelle mehr sehen können und dann habe ich keine Chance. Entweder ich schaue lange drauf und habe Glück oder ich multipliziere aus oder ich weiß auch nicht. Oder ich frage meinen Computer und rate so oder was. Gut, aber in dem Fall, wir sehen eine und jetzt können wir hier drinnen ausmultiplizieren und was kriegen wir raus? 3 mal minus 2 sind minus 6. 3 mal minus Lambda sind minus 3 Lambda. Plus 2 Lambda sind minus Lambda. Und plus Lambda Quadrat und hier nochmal plus 6. So, und hier hinten kriege ich auch nur ein quadratisches Polynom. Das ist ja okay. Also, was kriege ich jetzt, wenn ich nochmal genauer hingucke? Die 6 geht weg. Und dann habe ich noch dieses Ding, da kann ich ja sogar noch ein Lambda ausklammern. Dann habe ich hier Lambda mal minus 1 plus Lambda. Ach so, das ist ja noch hübscher, ne? Ich kann hier hinten noch nehmen, genau, erstmal, ich habe hier noch ausgeklammert, ne? Die beiden bleiben über. Aus dem Term klammere ich ein Lambda aus, bleibt das über. Und jetzt klammere ich aus dem letzten Term nochmal eine minus 1 aus. Dann habe ich nämlich, dann wird der hier zu 1 minus Lambda genau wie der. Das heißt, ich habe 1 minus Lambda Quadrat mal Lambda. Und jetzt sehe ich alle Nullstellen. Jetzt muss ich gar nicht mehr irgendwelche Formeln anwenden, sondern ich kann sie einfach ablesen. Man nennt das auch, man zerlegt das charakteristische Polynom in Linearfaktoren, in Faktoren, die linear sind und dann aber gegebenenfalls eine Potenz daran haben. So, jetzt kriegen wir also Nullstellen und Vielfachheiten. Nullstellen quasi, also Eigenwerte und algebraische Vielfachheiten. Das eine ist die Nullstelle 0. Ne, dieses Ding hier, wenn Lambda 0 ist, kommt hier 0 raus. Und die algebraische Vielfachheit davon ist 1, denn der Exponent hier ist 1 des Linearfaktors. Zweite Nullstelle ist 1, die algebraische Vielfachheit davon ist 2. Ah, okay, schon mal was. Ne? Also sieht man der Matrix nicht an, finde ich. Dass hier eine Nullstelle ist, das überhaupt. Ich sehe überhaupt. Na doch, ich sehe tatsächlich, dass Lambda gleich 1 ein Eigenwert, da sieht man, ich sehe auch schon einen Eigenwert dazu, nämlich der dritte Einheitsvektor ist ein Eigenwert dazu.
Ich sehe übrigens auch an der Matrix durch scharfes Hingucken, dass 0 ein Eigenwert ist. Die Matrix hat nämlich ja nur Rang 2. Die zweite Zeile ist ein Vielfaches der ersten Zeile. Das heißt, die Matrix hat höchstens Rang 2. Die hat auch genau Rang 2, weil sie nicht 0 ist. Genau, weil diese beiden Zahlen, die ja unabhängig sind, deswegen erst. Das heißt, Lambda gleich 0 ist auch ein Eigenwert, aber ich sehe die Vielfachheiten nicht. Es könnte noch einen dritten Eigenwert geben. Es könnte sein, dass 0 oder 1 Vielfachheit, algebraische Vielfachheit 2 hat. Und wir haben halt ausgerechnet, so ist es der Fall. Okay, wie sieht es jetzt aus mit den geometrischen Vielfachheiten? Bestimmen wir dazu Eigenräume. Also sagen, das würde ich auch, wenn Sie jetzt memorisieren, wie man Eigenwerte und Eigenvektoren bestimmt, oder Zerlegung oder Diagonalisierbarkeit prüft, würde ich mal sagen, als erstes guckt man sich, zerlegt man das charakteristische Polynomial Linearfaktoren. Das ist vielleicht besser, das im Kopf zu behalten, als wir berechnen Nullstellen des charakteristischen Polynomials. Ist das gleiche, aber lieber in Linearfaktoren zerlegen, weil dann hat man nicht so einen Mechanismus drin, dann fokussiert man sich mehr auf Linearfaktoren. Und manchmal kriegt man halt manche geschenkt. Kann sie gleich automatisieren und ausklammern. Das ist oft das bessere Vorgehen, als versuchen, mit irgendwelchen Formelmonstern irgendwie da Nullstellen hinzuschreiben. Also erstens, zerlege das charakteristische Polynomial in Linearfaktoren. Zweitens, bestimme Eigenräume, würde ich sagen. Merken Sie sich nicht, rechne Eigenvektoren aus, sondern merken Sie sich, bestimme Eigenräume. Das ist irgendwie sinnvoller, weil es jetzt immer sein kann, jetzt gerade hier, die algebraische Vielfachheit ist 2, und wir wissen nicht, ob der Eigenraum Dimension 2 oder 1 hat. Und wenn Sie jetzt nur im Kopf haben, ich muss Eigenvektoren ausrechnen, dann rechnen Sie vielleicht einen Eigenvektor aus und sind happy. Haben aber gar nicht gemerkt, dass es einen Eigenraum mit Dimension 2 gibt. Dass Sie mehrere linienunabhängige Eigenvektoren bestimmen können. Also, zweiter Schritt, den man im Kopf haben sollte, ist, bestimme die Eigenräume. Machen wir erst zu Lambda 1 gleich 0. Dann müssen wir also das Ding hier ausrechnen. Und das ist der Kern von A minus 0 mal Einheitsmatrix ist also genau der Kern von A. Also der Kern der Matrix 3, 2, 0, minus 3, 2, 0, minus 3, minus 2, 0, minus 3, minus 3, 1. Ja, also Nebenrechnung, wir eliminieren das mal eben. 3, 2, 0, minus 3, 0, minus 3, minus 2. 0, minus 3, minus 3, 1. Und wir wollen rechte Seite 0 setzen und eliminieren. Klar, zu den beiden Zeilen die erste hinzuzählen. 3, 2, 0. 0, 0, 0, 0. Schon eine ganze Nullzeile erreicht. Gucken, was unten passiert können. Hier ist also 0. Das plus das sind minus 1, 1. Und dann ist auch natürlich 0. So, wir sehen tatsächlich, es kommt Rang 2 raus und die Dimension des Kerns ist also 1. Das wussten wir aber. Wir wissen ja, die geometrische Vielfachheit ist mindestens 1 und höchstens die algebraische Vielfachheit. Das heißt, diese Matrix hier, der Kern davon, kann höchstens eindimensional oder muss genau eindimensional sein. So, was machen wir jetzt? Jeder Eigenvektor erfüllt also ist oder ist Kern dieser Matrix hier. Und dann machen wir es zum Beispiel, wir haben einen Freiheitsgrad, die Dimension des Kerns ist 1. Das heißt, wir können den dritten Eintrag von dem davon auf, sagen wir mal, Sigma. Ach nee, da habe ich noch lustige Tippfehler gemacht. So, dann die dritte Zeile sagt uns, dass der zweite Eintrag dann minus Sigma ist, weil zweiter, minus zweiter Eintrag plus erster Eintrag gleich 0. Auch plus Sigma, genau, plus Sigma. Und dann ist die erste Zeile da habe ich einen Tipp wieder im Skript. Die erste Zeile sagt also jetzt 3 mal V1,1 plus 2 mal Sigma gleich 0. Also ist V1,1 gleich minus 2 Drittel Sigma. Upsala, aufscreen. So, also das ist 3 mal V1,1 plus 2 Sigma ist gleich 0.
Also das Auflösen nach V1,1 ist also minus 3, 2 Drittel Sigma. Und dann ist also V1 ist also dann minus 2 Drittel Sigma, Sigma, Sigma. Und für Sigma gleich 3 zum Beispiel kriegen wir schon ganzzahlige Einträge, können wir also auch nehmen. Minus 2, 3, 3. Das können wir als einen Eigenvektor nehmen. Na, alle diese Dinger sind Eigenvektoren, das sind auch alle bis auf den Nullvektor, auch alle die hier, die nicht 0 sind, sind Eigenvektoren und wir nehmen mal den. Oh, meine Zeitplanung geht nicht auf, wir haben nachher nur 5 Minuten. Okay. So, Lambda gleich 1. Brauchen wir den Eigenraum zum Eigenwert 1, das ist der Kern von A minus 1 mal Einheitsmatrix. Das ist also der Kern von überall 1 abziehen auf der Diagonalen. Dann haben wir hier 2, 2, 0, minus 3, minus 3, 0, minus 3, minus 3, 0. Okay. Wenn wir also hier eliminieren, so, dann kriegen wir sofort raus, die beiden Zeilen sind ja alle linear unabhängig, linear abhängig, kriegen wir sofort diese Matrix raus. Die hat Rang 1. In diesem Fall. Ne? Die hat jetzt wirklich Rang 1, das heißt, die geometrische Vielfachheit ist wirklich 2. So. Der Eigenraum ist der Kern hiervon. Diese Matrix, die hat aber nur noch Rang 1. Die könnte Rang 1 oder 2 haben. Ist beides möglich, hängt von den Einträgen ab, kann man im Allgemeinen nicht sagen. Aber in dem Fall, weil hier unten die letzten Mal Einträge genauso aussehen, wie sie hier aussehen, oder die drei hier unten so aussehen, wie sie sind, kommt raus, sie hat Rang 1. Also der Kern enthält Vektoren von folgender Form. Der letzte ist völlig frei, nenne ich mal Sigma, und die ersten beiden müssen nur entgegengesetzt zueinander sein. Mit Sigma und Tau. Beliebig reell. So, das heißt, wir können zwei verschiedene angeben. Zum Beispiel nehmen wir den Eigenvektor zum zweiten Eigenwert und davon den ersten, den nehmen wir als minus 1, 1, 0 und Eigenvektor zum zweiten Eigenwert, den zweiten, den nehmen wir 0, 0, 1. Jo, und damit haben wir jetzt die Vektoren V1, V2,1 und V2,2. Sind eine Basis des R3 aus Eigenvektoren. Das heißt, insbesondere A ist diagonalisierbar, obwohl es einen doppelten Eigenwert hat. Und wir können als Transformationsmatrix nehmen, die Matrix, wo wir diese drei Vektoren spaltenweise reinschreiben. Also hier ist das, was war das? Welchen hatte ich genommen? Minus 2, 3, 3. Minus 1, 1, 0, 0, 0, 1. Ja. Was jetzt eigentlich ganz lustig ist, Sie können auch irgendwelche anderen Eigenvektoren nehmen. Das heißt, Sie können hier das Sigma komplett anders wählen und Sie können auch hier hinten irgendwas anderes wählen. Nicht irgendwas, Sie müssen nur dafür sorgen, dass diese beiden Vektoren linear unabhängig sind. Sie können also hier noch eine 1 hinschreiben zum Beispiel und da irgendwie auch noch minus 7 und 7. Das geht alles, dann kriegen Sie ein anderes S. Sie kriegen aber auch ein anderes S hoch minus 1. Und in dem Fall kriegen wir S hoch minus 1. Ich rechne Ihnen das jetzt nicht vor. Das können wir aber auch in den Computer fragen. Die Inverse hiervon ergibt sich als 1 minus 3 minus 3 1 minus 2 minus 3 0 0 1. Also wenn Sie hier andere Eigenvektoren nehmen, können Sie ja machen, ist ja kein Problem. Sie können die Reihenfolge anders machen, Sie können hier und da was anderes wählen, hier ein Vielfaches wählen. Sie kriegen aber auch immer eine andere Inverse. Aber was immer gilt ist, damit kommt dann raus, S hoch minus 1 AS ist jetzt gleich. Ich schreibe mal hin, was rauskommt. S hoch minus 1 ist, ich schreibe mal hin, was man rechnen muss.
Also minus 1 ist die hier. Das a steht da. Ne, wo steht's? Habe ich gar nicht mehr. Ich muss da abschreiben. 3, 2, 0. Minus 3, minus 2, 0. Minus 3, minus 3, 1. Und hier kommt das s hin. Minus 2, 3, 3. Minus 1, 1, 0, 0, 0, 1. Wenn Sie das alles ausrechnen, kommt tatsächlich raus 0, 1, 1. Und wenn Sie einfach an dieser Stelle einen anderen Eigenvektor wählen zum Eigenwert 0 und hier zwei andere Eigenvektoren zum Eigenwert 1, die immer noch linear unabhängig sind, dann ändert sich am Ergebnis hier nichts, aber diese beiden Matrizen ändern sich. Wenn Sie hier was ändern, ändert sich hier irgendwas und es ist unübersichtlich, was genau passiert. Wenn Sie hingegen hier die Reihenfolge vertauschen, können Sie auch machen, diesen Vektor meinetwegen nach vorne stellen, dann ändert sich in den Versen auch einiges, auch unübersichtlich, und aber hier ändert sich auch die Reihenfolge der Eigenwerte. Hier stehen ja die Eigenwerte auf die Diagonalen und hier steht der Eigenwert zu diesem Eigenvektor, hier steht der Eigenwert zu diesem Eigenvektor und so weiter. Und wenn Sie hier vertauschen, vertauschen Sie auch hier. Okay, das war das Beispiel und wir haben sogar nur noch 3 Minuten über. Aber ja, vielleicht haben Sie ja noch Fragen in den letzten 3 Minuten bisher schon zum Thema Eigenwerte und Eigenvektoren. Dann fragen Sie, schreiben Sie in den Chat, ansonsten räume ich hier schon mal lange auf und schreibe Ihnen nachher die Ankündigung, wo wir uns treffen für die große Fragestunde, die wir noch machen wollen. Ansonsten war es das von mir. Wir sehen uns dann am nächsten Montagmorgen wieder in der letzten Vorlesungswoche. Okay, wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie in den Chat, ansonsten bis nächste Woche. Nicht ganz. Es gibt noch zwei Themengebiete, die wir noch machen. Ah, okay. Erstmal sind wir thematisch durch. Nein, wir machen noch am Montag, geht es darüber, über symmetrische Eigenwerte und Eigenwerte von symmetrischen Matrizen. Das ist speziell. Da gibt es noch einen ganz, ganz tollen Satz, den Sie ruhig kennen sollten. Der ist super. Und nächsten Dienstag machen wir das Thema Jordansche Normalform. Was ist die beste Normalform für nicht diagonalisierbare Matrizen? Das ist super kompliziert. Wenn man das alles beweisen will, dauert das ewig. Aber nur erklären, wie es funktioniert, was rauskommt, das kriegen wir locker in einer Vorlesungsstunde hin. Das können Sie ja gut verstehen, glaube ich. Ja, dieses Verfahren anwenden. Also, wenn man diagonalisieren will, ne, dann kommt man gar nicht groß drum rum. Ne? Wenn Sie also den Auftrag haben, bestimmen Sie, ob diese Matrix diagonalisierbar ist und Sie sehen es nicht sofort, aus irgendeinem Grund. Nächste Montag lernen wir einen Satz, der uns das sofort sagt, im Ganzen in manchen Fällen. Und ansonsten bleibt nichts anderes übrig, als eine Basis aus Eigenvektoren zu suchen. Und wie sucht man nach Eigenvektoren? Man muss erstmal gucken, was sind die Eigenwerte. Wenn man gucken muss, was sind Eigenwerte, kennen wir bisher nur das charakteristische Polynom, ist auch gar nicht so schlecht. Es gibt noch so eine andere Methode, die kann ich aber gar nicht aus, habe ich noch nie gemacht. Genau. Und das ist, aber Eigenwerte bestimmen ist inhärent kompliziert, weil es um Nullstellen von Polynomen geht und Nullstellen von Polynomen sind kompliziert. So, das kann generell immer schwierig werden. Oh, hoffentlich schmeißt es mich nicht raus. Aber wenn man dann Eigenwerte hat, dann kann man Eigenräume bestimmen, das muss man sowieso machen. Wenn man wissen will, ob diagonalisierbar. Da muss man ja wissen, ob es eine Basis aus Eigenvektoren gibt und dafür muss man Basen der Eigenräume bestimmen. Und wenn dann die Eigenräume eine Basis haben, die aus Eigenvektoren, die groß genug ist, wenn die Eigenräume, die man hat, die groß genug ist, dann ist man fertig. Also, ich kenne gar keine andere Möglichkeit, außer vielleicht was zu raten. Oder den Satz über symmetrische Matrizen anwenden, den wir am Montag liegen. Okay. Ja, Zeit ist rum. Ich mache mal hier den Stream aus. Aber wenn Sie noch Fragen haben, fragen Sie im Chat und dann beantworte ich die auch im Chat. Ansonsten sehen wir uns nächsten Montag wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.